Erinnern Sie sich, im November 2012 stehen die europäischen Banken vor dem Abgrund. Sie brauchen Hilfe. Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, greift zu einem drastischen Mittel. Im Zuge einer Operation, die er Dicke Bertha tauft, schießt er den Banken Hunderte von Milliarden Euro zu. Dicke Bertha, das lässt die Jugend aufhorchen. So ein uncooler Name, und dick ist sie auch noch, diese Frau. Ältere Zeitgenossen wissen natürlich, dass die Dicke Bertha, auf Französisch La Grosse Bertha, der Spitzname eines großkalibrigen Geschützes ist, mit dem die Deutschen im Ersten Weltkrieg schossen. Die Geschosse des in den Essener Kruppwerken entwickelten Geschützes können bis zu 3 Meter dicke Betonwände aus einer großen Entfernung durchschlagen. Eine Hochleistung für die damalige Zeit. Die Dicke Bertha zerstört in Lüttich als uneinnehmbar geltende Befestigungen und verursacht ebenfalls große Schäden in den Städten Namur, Maubeuge und Verdun. Doch die Dicke Bertha, vor allem das erste Modell, hat einen Nachteil. Sie ist schwer zu transportieren. Bei Krupp zerbricht man sich erneut den Kopf und entwickelt das Kaiser-Wilhelm-Geschütz L'Arme de Guillaume für die Franzosen, das man in Frontnähe zusammenbauen kann und das eine Reichweite von 130 Kilometern hat. Die Deutschen haben ihre Wunderwaffe. Wilhelm II. Begibt sich persönlich zum Testgelände, um beim ersten Schuss dabei zu sein. Auch wenn das Artilleriegeschütz letztlich nicht oft zum Einsatz kommt, hinterlässt es tiefe Spuren in Frankreich. Am 29. März zerstört eine Granate die Kirche Saint-Gervais in Paris während der Karfreitagsmesse. 88 Tote, 68 Verletzte, Paris steht unter Schock und bei den Alliierten herrscht Panik. Doch es war nutzlos, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Der Durchhaltewille der Franzosen ist stärker denn je. Und auf deutscher Seite kann die von der Propaganda gerühmte Wunderwaffe die Kampfbereitschaft nicht erhöhen. Deutschland steht vor der Niederlage, trotz seiner dicken Bertha und der Kaiser-Wilhelm-Geschütze, die man vernichtet, um sie dem Feind vorzuenthalten. Warum nannte man diese Geschütze aber eigentlich Dicke Bertha? Angeblich gaben die Kruppschen Kanonenbauer den Kanonen Spitznamen, am liebsten Vornamen aus der Krupp-Familie. Und wissen Sie auch, wie die Firmenerbin und Frau des Chefs hieß? Bertha Krupp von Bohlen-Halbach. Die Dame soll etwas beleibt gewesen sein. Reiner Zufall, sagen die Experten. Aber die Legende hält sich fast so hart wie Kruppstahl.